Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema, warum und wann die Machine Learning direkt am Endgerät stattfinden sollte. Wir haben einige spannende Themen für Sie vorbereitet. In den nächsten circa 45 Minuten geben wir Ihnen, unsere A1-Experten, einen Einblick über IoT-Architektur, welche Herausforderungen bei der Nutzung von IoT-Daten gibt. Was ist Edge Machine Learning und warum ist das Thema jetzt noch relevanter? Sie werden auch lernen, welchen Mehrwert bringt Edge ML für IoT. Abschließend möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit A1 Digital als Partner profitieren können. Ich freue mich sehr, dass wir aus unserem Haus die Top-Experten für dieses Thema gewinnen können. Stefanie Pickler als Solution Manager bei A1 Digital ist sie für die Lösungsportfolio rund um Machine Learning und Advanced Analytics verantwortlich. Unser zweiter Referent, Martin Seiler, ist in der Abteilung Vertical Market Solutions tätig und berät in seiner Rolle als IoT Consultant Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Entscheidung und Konzeption von End-to-End-IoT-Lösungen. Wir haben auch bei uns Dieter Meier. Er ist als Senior Data Scientist und Machine Learning Consultant für die Entwicklung und technische Umsetzung von komplexen Machine Learning Projekten zuständig. Und ich, mein Name ist Antonio Marquez und ich bin Product Marketing Manager für IoT und Machine Learning. Ich übergebe nur an unsere Gespräche Martin Seiler und wünsche Ihnen viel Freude und Spaß bei diesem Webinar. Ja, danke Antonio. Schönen Vormittag auch von meiner Seite. Ich werde die Kamera jetzt auch ausschalten, damit Sie die geteilten Inhalte in voller Größe sehen. Ich darf ganz kurz nochmal durch die Agenda führen, wie vom Antonio jetzt schon angeteasert. Wir haben die Agenda in drei große Teile aufgeteilt. Ich darf den ersten Teil übernehmen. Da geht es um die Architektur und die Herausforderungen, die wir derzeit sehen und um den klassischen IoT-Cloud-Ansatz versus dem HML-Ansatz. Im zweiten Teil von der Steffi Bichler geht es darum, warum das Thema jetzt noch relevanter ist und wie HML dann tatsächlich als Lösung aussieht. Und im dritten Teil wird uns der Dieter dann zeigen, welche Schritte konkret notwendig sind, um zu einer HML-Lösung zu gelangen und auch bereits einige Beispiele aus der Praxis uns vorführen und uns zeigen. Genau. Ich möchte zum Einstieg in unser heutiges Webinar das Thema jetzt einmal allgemein öffnen. Wie sieht so eine IoT-Lösung generell aus? Das ist eine durchaus relevante Frage. Laut aktuellen Prognosen werden wir bis 2025 weltweit circa 25 Milliarden Geräte vernetzt haben, welche miteinander kommunizieren. Dementsprechend ist dieses Thema ein durchaus relevantes. Im Grunde kann man bei einer IoT-Lösung immer drei Komponenten finden. Das ist ganz links zu sehen, das ist die Hardware bzw. die Sensorik. Das ist dann in der Mitte zu sehen, die Konnektivität. Und das ist dann circa in der Mitte vom Bild die IoT-Plattform, die die Daten sammelt. Durch diese Kette wird sichergestellt, dass die Daten von verschiedenen Orten an eine zentrale Stelle versendet werden können. Und wie rechts ersichtlich dann für den Nutzer eben die entsprechend relevanten Informationen bereitgestellt werden. Zum Beispiel in Form eines Dashboards, eines Reports oder auch in Form von Notifications und Alarmen. Zudem werden die gesammelten Daten, die dann auf der IoT-Plattform sind, jetzt mittlerweile nicht mehr nur irgendwo gesammelt und abgespeichert und vielleicht dargestellt, sondern wie hier in Rot dargestellt, mittels Machine Learning weiter bearbeitet und somit mit passenden Modellen zur sinnvollen Nutzung aufbereitet. Auf der nächsten Folie ist das nun etwas plakativer dargestellt und einige Anwendungsbeispiele. IoT ist längst kein Thema mehr, welches jetzt nur in hochautomatisierten Industrien oder in sehr speziellen Branchen zu finden ist. IoT ist definitiv im breiten Massenmarkt angekommen, das kann man so sagen. Wie links dargestellt, befinden sich mittlerweile diverse Sensoren in und auf zum Beispiel Zügen. Da geht es natürlich einerseits um die Lokalisierung, andererseits aber auch um das Auslesen von relevanten Werten zum technischen Zustand von einzelnen Teilen,
bis hin dann aber auch zur Infrastrukturüberwachung, jetzt zum Beispiel bei Weichen oder möglicherweise bei Bahnübergängen. Seit vielen Jahren werden bereits auch Windräder, wie da jetzt dargestellt, von der Ferne verwaltet. Da geht es darum, je nach aktueller Windstärke werden die eingeschalten, werden die ausgeschalten und entsprechend ausgerichtet. Ein weiteres Beispiel, was wir heute mitgebracht haben, ist vielleicht nicht das erste, woran man bei IoT denkt, ist der Einkaufswagen. Da geht es darum, von Diebstahlsicherung über das Selbstscannen der Waren bis hin dann auch zur Auffindung von verschwundenen Einkaufswegen. All diese Use Cases sind heutzutage möglich dank IoT-Sensorik und dank der Anbindung an zentrale Plattformen. Wir sehen auch eine Drohne abgebildet. Da sind meistens sogar mehrere IoT-Lösungen zeitgleich im Einsatz, weil da geht es einerseits sehr stark um die Flugsicherheit, um die Flugsicherungsdaten. Das heißt, wo und wie ist eine Drohne unterwegs? Wo ist vielleicht die nächste Drohne, um dann auch mögliche Kollisionen zu vermeiden? Geht aber natürlich genauso um die Übermittlung der relevanten Werte. Das kann jetzt im einfachsten Fall irgendein Videomaterial sein. Das können auch Wärmebilder oder sonstige Sensordaten sein. Bis hin dann unten ist noch dargestellt die Stromversorgung. Das heißt, mittels der Erfassung von unterschiedlichen Datenpunkten, dann auch im geografischen Zusammenhang, kann damit die automatisierte Überwachung eines Stromversorgungsnetzes gewährleistet werden und entsprechend dann auch die Netzqualität und die Verfügbarkeit sichergestellt werden, indem man einfach auf gewisse Situationen frühzeitig reagieren kann, wenn es da jetzt Handlungsbedarf geben sollte. Ich bin mir sicher, jeder und jede von Ihnen kennen unzählige weitere Beispiele für IoT-Lösungen in Ihrem Umfeld, welche ähnlich aufgebaut sind, und so sieht also der klassische IoT-Ansatz aus. Obwohl wir mit diesem Ansatz bereits viele Projekte erfolgreich umgesetzt haben, sehen wir auch einige Herausforderungen. Konkret möchte ich da heute in unserem Webinar auf drei Herausforderungen näher eingehen. Das ist ganz links zu sehen. Ja, wir sehen einfach mit steigender Erwartungshaltung an die gewonnenen Daten und an die Datenqualität, dass oft sehr viele unterschiedliche Sensoren benötigt werden. Das ist aus mehrerlei Hinsicht relevant. Einerseits gibt es natürlich das Thema Auswahl und Einbau der Sensorik. Da sehen wir zum Beispiel gerade bei Tankfüllstandsensoren oder bei Sensoren, die in Hydraulikkreise verbaut werden, meist einen relativ großen Einbauaufwand. Andererseits müssen diese Produkte dann oft mit unterschiedlicher Hardware eben und mit unterschiedlichen Komponenten ausgestattet werden, je nach Anwendungscase. Und dementsprechend führt das dann zu einem höheren Portfolio und im Endeffekt dann auch zu höheren Kosten, weil ich einfach viele unterschiedliche Sensoren managen, instandhalten, reparieren, warten und zusammenführen muss. Die zweite Herausforderung ist der Bedarf an Daten. Das ist jetzt vor allem bei Produkten bzw. bei Lösungen, welche international im Einsatz sind, durchaus relevant. Gerade da empfiehlt es sich jetzt statt einem 24/7 Livestreaming aller Sensorwerte, die irgendwo erfasst werden, wirklich nur die relevanten Werte zu senden, weil dies sonst einerseits zu einem erheblichen Kostenfaktor im Bereich Roaming führen kann, wenn ich an internationale Rollouts denke. Der zweite Punkt im Bereich viele Daten benötigt, ist sicherlich der, dass wir, obwohl wir mittlerweile auf eine sehr, sehr gute Netzabdeckung aufsetzen können, immer wieder kleine Stellen haben werden, wo der Empfang jetzt nicht perfekt ist. Also zum Beispiel bei beweglichen Dingen wird es immer wieder mal kurze Aussetzer geben. Ich denke da jetzt an einen Tunnel oder vielleicht an einen schlechter versorgten Bereich im alpinen Umfeld. Das sollte aber dann nicht gezwungenermaßen dazu führen, dass diese ganze IoT-Lösung stillsteht. Das heißt, auch da gibt es eine gewisse Herausforderung. Und der dritte Punkt ist der Energieverbrauch. Jede dieser Lösungen braucht natürlich eine gewisse Energie. Vor allem bei Lösungen und bei Produkten, die jetzt mit einer autarken Stromversorgung, also mit einer Batterie betrieben werden, mit einer autarken Stromversorgung auskommen müssen, ist dieser Punkt natürlich sehr relevant. Da kann man an verschiedenen Punkten ansetzen, um den Energieverbrauch beim Device selbst zu senken. Die meiste Energie wird in der Regel allerdings zum Senden der Daten aufgewandt.
Und aus dem Grund empfiehlt es sich hier natürlich bereits vieles am Edge-Device durchzuführen, was am Edge-Device erledigt werden kann und damit nur die wirklich relevanten Daten dann zur Plattform übermitteln. Um diese und andere Herausforderungen zu lösen, geht jetzt der Trend sehr stark in die Richtung, mehr Logik und mehr Rechenleistung direkt auf das Endgerät zu bringen. Das heißt also, anstatt aller erfassten Datenpunkte, teilweise werden Datenpunkte jede Sekunde oder sogar öfters in einer Abtastfrequenz von 20, 50 Hertz etc. erfasst. Und statt dass ich da jetzt wirklich ein Live-Streaming erstelle, wird dann mittels Machine Learning-Modellen diese nicht erst in der Cloud berechnet und bearbeitet, sondern dieses ganze Modell versuchen wir sukzessive mehr aufs Endgerät zu bringen. Konkret ist das jetzt kein einfaches Copy-Paste, das heißt, dass ich in der Cloud ein riesiges Modell erstelle und das dann auf jeden x-beliebigen Device ausrollen und deployen kann, sondern dafür braucht es natürlich noch ein paar Schritte dazwischen. Unsere Zielsetzung ist also hierbei, wir Folie 9 ersichtlich, die klassische IoT-Kette dann so umzugestalten bzw. so zu erweitern, dass wir direkt am Endgerät nicht mehr nur mehr die Datensammlung selbst machen, sondern auch schon wesentliche Schritte zur Datenvorverarbeitung, zur Erkennung der relevanten Werte und einiges mehr. Einige der Herausforderungen habe ich Ihnen jetzt schon dargelegt, warum das Thema HML gerade jetzt noch relevanter ist und wird Ihnen nun meine Kollegin Steffi Bichler näher bringen. Super, danke Martin. Also vielleicht bevor wir damit starten, warum HML jetzt noch relevanter ist, starten wir mit der Frage, warum überhaupt Machine Learning im IoT-Kontext gerade super relevant ist und noch immer relevanter werden wird. Und das haben wir vorher auch schon gehört, einfach weil es immer mehr vernetzte Assets gibt. Das heißt, laut einem Gartner-Report gab es bereits im letzten Jahr 20 Milliarden solcher vernetzter Assets. Und wie wir von Martin vorher gehört haben, ist die Prognose, dass das eben bis 2025 auf 25 Milliarden steigt. Wir können alles vernetzen. Und das bedeutet auch, dass jedes dieser Dinge, dieser vernetzten Assets, mit diversen Sensoren und eben so einem Microcontroller ausgestattet sind und jedes dieser vernetzten Assets Daten liefert. Das sind eben Informationen über gewisse Zustände wie Temperatur oder die Windstärke, aber auch Positionen oder Erschütterungen und so weiter. Und wenn man jetzt schon so viele Daten hat, ist es natürlich naheliegend, dass diese dann auch immer mehr genutzt werden, um durch geeignete Analysen, unter anderem eben auch mit der Hilfe von Machine Learning, zusätzlichen Mehrwert zu generieren. Und der klassische Ansatz, wie wir es vorher gehört haben, ist eigentlich eine strikte Aufgabentrennung sozusagen. Die Aufgabe von diesem Microcontroller am IoT-Device im Feld ist es, Daten zu sammeln und zu übertragen. Und alles, was dann eben mit Machine Learning und Analysen zu tun hat, findet im klassischen Sinn eigentlich in einem Rechenzentrum oder in der Cloud statt. Aber aufgrund von diversen Herausforderungen und Problemen gibt es eben immer mehr Use Cases, die es notwendig machen, dass diese Machine Learning Modelle direkt am Microcontroller von einem IoT-Device ausgeführt werden, damit sie tatsächlich auch business-relevanten Mehrwert bringen können. Auf der nächsten Folie sehen wir jetzt, dass es absolut kein neuer Trend ist. Hier sieht man den berühmten Hype Cycle for Emerging Technologies, also für aufstrebende Technologien, die in der Zukunft eine große Rolle spielen werden, von Gartner. Und da kommt das Thema unter verschiedenen Bezeichnungen bereits seit mehreren Jahren vor. Vielleicht zu den Bezeichnungen. Also wir reden gerne über HML, weil es eben darum geht, dass man Machine Learning am Edge Device deployt. Aber auch die anderen Begriffe wie TinyML, weil man eben diese Modelle so weit komprimieren muss und so klein machen muss, dass sie auf einem IoT-Device laufen können. Oder auch Embedded ML, das gehört da auch dazu, sind gängige Begriffe. Und anhand von dem Hype-Cycle sieht man auch gut, dass es aktuell gerade große Relevanz hat und die Prognosen von Gartner sind auch, dass es noch 2 bis 5 Jahre dauern wird, bis dieser Peak erreicht ist. Aber was genau ist ein HML jetzt eigentlich? Es geht um, eben wie bereits gesagt, um nichts anderes als das Machine Learning-Algorithmen, direkt auf dem Edge-Device, also direkt auf dem IoT-Device laufen. Und anders gesagt,
heißt das, dass eben Daten direkt an der Quelle analysiert werden. Und nochmal eine andere Darstellungsweise ist, dass eben Informationen aus Daten direkt an der Quelle generiert werden. Und im Fall von IoT bedeutet es eben, dass Machine Learning direkt auf diversen Microcontrollern ausgeführt wird. Und das bedeutet dann eben auch, dass Algorithmen so komprimiert werden müssen, dass sie auch, und vor allem, wenn man es dann mit Cloud-Anwendungen vergleicht, mit sehr wenig Energie und Speicher auskommen können. Wie wir vorher bereits gehört haben, und das sieht man jetzt auf der Slide, da ist dieses Thema nicht neu und bereits in vielen Bereichen bei uns angekommen und eigentlich Teil von unserem Alltag. Das sind jetzt drei Beispiele. Das erste ist der Fitness-Tracker, das heißt, den verwendet man, keine Ahnung, um Anzahl der Schritte zu zählen oder der analysiert unseren Laufstil und so weiter. Und dieser Tracker überträgt nicht permanent alle Daten an die Cloud und lässt dann dort auswerten, wie viele Schritte man gegangen ist und dann wird man eben, bekommt man dieses Resultat wieder zurückgeschickt, sondern das passiert zu einem guten Teil bereits direkt am Device. Und so hat man natürlich auch große Probleme mit der Akkulaufzeit. Ein anderes Beispiel, und da geht es auch um einen ganz anderen Datentyp, und zwar um Sounddaten, ist die berühmte Alexa. Und auch da werden nicht alle Daten in die Cloud übertragen. Das heißt, dieses Erkennen von diesem Triggerwort Alexa, das heißt, diese Spracherkennung, die da passiert, die basiert direkt auf dem Device und es müssen nicht permanent alle Daten da in die Cloud übertragen werden. Und natürlich, vollkommen klar ist es, dass es bei so kritischen Anwendungen wie im Straßenverkehr und eben bei allen Themen zum autonomen Fahren auch keine Zeit gäbe, dass man da riesig große Datenmengen in die Cloud überträgt. Und da geht es um Bilddaten. Das heißt, das wird natürlich massive Latenzen verursachen. Und die Zeit hat man einfach nicht, dass man alle Daten in die Cloud überträgt, damit sie dort analysiert werden und dann erst das Ergebnis wieder zurückgeschickt wird und man dann abwarten muss, ob man jetzt ob das Auto bremst oder nicht, sondern solche Anwendungen wären einfach nicht möglich, ohne dass eine gewisse Intelligenz direkt am Edge-Device, das heißt in dem Fall eben am Auto, vorhanden ist. Bevor wir jetzt zum Mehrwert von IoT kommen, vielleicht noch kurz zu dieser Grafik auf der linken Seite, warum jetzt, wir reden immer davon, wir bringen alles weg von der Cloud, aber es gibt trotzdem die Cloud in der Grafik. HML heißt, dass eben das fertige Machine Learning Modell direkt am IoT-Device läuft. Das Erstellen und das Trainieren von diesen Machine Learning Modellen, das ist ja genau der Vorgang, bei dem man sehr viel Rechenkapazität braucht, kann natürlich nach wie vor in einem Rechenzentrum oder auf einer Cloud-Plattform passieren. Okay, und jetzt zu den Vorteilen von HML nochmal zusammengefasst. Das kann je nach Use Case ganz unterschiedliche Gründe haben, warum man sich eben für HTML entscheidet bei einem Projekt. Und einer der wichtigsten Punkte ist eben, wie wir es von Martin vorher schon gehört haben, dass Datenübertragung sehr viel Energie braucht. Und lokale Datenverarbeitung und Analysen dabei aber relativ energiesparender gehen können. Das heißt, wenn die Daten bereits am IoT-Device und also auf diesem Microcontroller analysiert werden können, dann bedeutet das, dass man nicht permanent alle Rohdaten übertragen muss, sondern eben nur mehr die Resultate der Analysen übertragen muss. Und besonders relevant ist das natürlich bei energieautarken Devices. Das ist bei vielen Trackern eben so, dass sie keine permanente Stromversorgung haben, auch bei unserer Smartwatch vorher. Und es gibt auch Use Cases, wie wir später hören werden, wo es notwendig ist, dass batteriebetriebene IoT-Devices mehrere Jahre im Feld sein müssen. Und da muss man sich dann schon sehr genau überlegen, wofür man diese Energie hergibt sozusagen und welche Daten man tatsächlich auch übertragen soll und kann. Und da wären sehr, sehr viele Use Cases einfach nicht möglich, wenn alle Analysen an einer zentralen Stelle basieren müssten und permanent alles übertragen werden muss. Der zweite Punkt, und auch den haben wir vorher schon gehört, sind eben auch Kosten. Datenübertragung kostet nicht nur Energie, sondern auch Geld. Das heißt, hohe Datenvolumina können auch dazu führen, dass einfach ein Business Case nicht mehr funktioniert und aus dem Grund es unbedingt notwendig ist, dass man HTML als Machine Learning Modell wählt. Und natürlich können auch nur dort, also zum Thema Netzabdeckung, es können nur dort Daten übertragen werden
wo auch die notwendige Bandbreite und Netzabdeckung vorhanden ist. Viele IoT-Devices bewegen sich auch international, wie Züge oder auch Container und so weiter. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass sie permanent die notwendige Netzabdeckung haben. Aber natürlich gibt es auch statische Devices, von denen man nicht permanent von einer guten Netzabdeckung ausgehen kann. Zum Thema Smart Farming gibt es natürlich sehr viele Beispiele. Und viele Devices, vor allem auch wenn sie batteriebetrieben sind, haben auch nur eine sehr kleine Bandbreite zur Verfügung. Das heißt, die senden dann Daten über Narrowband IoT oder LTE-Cat-M1 oder ähnliches. Das heißt, da wird es überhaupt nicht gehen, alle notwendigen Daten zu übertragen. Das heißt, auch in solchen Fällen ist es nicht möglich, für alle Use Cases alle notwendigen Rohdaten zu übertragen. Das nächste Thema ist die Latenz. Das heißt, wie wir vorher gehört haben, beim autonomen Fahren wäre das in solchen Fällen ein absoluter Showstopper, wenn man alles übertragen müsste. Aber es kann zum Beispiel auch in der Produktion eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ein Roboter in der Produktionsstraße, der hat zwar Strom und der hängt auch im WLAN, aber auch da kann es notwendig sein, dass man eben direkt reagieren kann und dass das einen großen Mehrwert bringt, wenn das Modell direkt auf diesem Roboter läuft. Und zu guter Letzt natürlich der Datenschutz. Das ist natürlich bei sensiblen Daten, vor allem bei Sound oder auch bei Bildern, oft ein großes Thema, aber es gibt auch viele Sensordaten, bei dem man nicht möchte, dass alle Daten ins Internet übertragen werden. Und umso mehr Datenverarbeitung und Analysen lokal passieren können, umso weniger Daten müssen übertragen werden und umso geringer ist auch das Problem mit dem Datenschutz. Das heißt, gerade auch bei sensiblen IoT-Anwendungen macht es absolut Sinn, diesen Punkt mit einzubeziehen und zu überlegen, ob man nicht mit HTML quasi viel sicherer dran wäre. Gut, danke. Jetzt haben wir sehr viel zum Thema gehört, welche Vorteile der Einsatz von Machine Learning bringt und dass es sehr, sehr viele Fälle in der IoT-Welt gibt, für die es sinnvoll ist, Machine Learning eben direkt auf dem IoT-Device zu implementieren. Damit das aber in der Praxis funktioniert, ist es notwendig, dass man die verschiedenen Expertisen miteinander kombiniert. Denn es ist absolut keine triviale Aufgabe, dass man Machine Learning-Algorithmen entwickelt und so komprimiert, dass sie wirklich auf Mikrocontrollern mit sehr beschränkten Ressourcen laufen können. Und wie das in der Praxis funktioniert und welche Learnings wir dabei bereits gezogen haben, wird Ihnen jetzt dann mein Kollege Dieter Meyer erzählen. Gut, danke vielmals, Steffi, für die einführenden Worte und auch zu Martin. Sie haben jetzt ja die ganzen Vorteile von HTML gehört. Wir haben uns die vor ein paar Jahren schon durchgedacht durch den Kopf und haben uns gedacht, das klingt spannend, das klingt gut, das ist genau das Richtige, das passt erstens einmal sehr gut zu unseren Kunden, zu unseren Herausforderungen und meine Embedded-Kollegen und ich waren auch ambitioniert und motiviert, das einmal zu testen. Wir haben uns gedacht, das ist eine gute Idee, wie fangen wir an und haben uns überlegt, als erstes muss man das mal lernen, das heißt, wir haben uns überlegt, was könnten wir für einen Use Case machen und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns gedacht, wir nehmen eine kleine Hardware mit einer Batterie, geben die meinem Kollegen Attila auf den Gürtel und dann lassen wir ihn Liegestütz machen und Sit-Ups machen und ähnliches. Versuchen die Daten zu messen, in dem Fall mit einem Beschleunigungssensor. Versuchen die Daten dann in die IoT-Plattform zu übertragen. Dort machen wir dann unser Machine Learning-Modell. Dann verkleinern wir das Modell mit unseren Embedded-Kollegen. Das heißt, es soll der ganze Feature Engineering-Teil und der Machine Learning-Teil komprimiert sein, so klein, dass man ihn eben dann später auf die Hardware übergeben kann. Dann kann der Attila wieder Liegestütz machen und Sit-Ups. Und wir sehen, was er macht, ohne dass wir alle Daten übertragen müssen. Das wäre ein kleiner Test-Case. Da haben wir uns gedacht, das ist gut zum Lernen, das machen wir und haben damit begonnen. Genau, das ging gut, das ging schön. Unser Ziel ist, wir machen unser erstes HTML-Projekt und haben damit begonnen und dann durften wir allerdings lernen, dass das nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil Machine Learning hat doch einige Herausforderungen und HTML hat noch viel mehr Herausforderungen und es hat Herausforderungen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Wenn man so wie ich als Data Scientist arbeitet und mit Daten arbeitet, dann ist man meistens sehr verwöhnt
Man hat die Cloud und mit der Cloud lassen sich mehr oder weniger unbegrenzt unbegrenzte Datenmengen berechnen und verarbeiten. Das ist äußerst komfortabel. Man muss sich keine großen Gedanken darüber machen, ob das jetzt ein Megabyte oder ein Gigabyte ist. Man kann eigentlich recht smart damit arbeiten und das ist sehr angenehm. Genauso auch wie groß unter Anführungszeichen ein Machine Learning Modell ist, ist am Ende eigentlich egal. Das Einzige, was einem interessiert am Ende, ist die Qualität des Outputs am Ende. Im Bereich vom HML ist das um einiges komplizierter und um einiges komplexer. Und in der kleinen Zeichnung können Sie sich hier vorstellen, wie wir ungefähr unseren Weg gegangen sind. Und wir sind da ein paar Monate, haben uns damit beschäftigt und haben erstens einmal gemerkt, dass Datensammeln mit IoT-Devices gar nicht einmal so trivial ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. In der Theorie und am Papier ist das alles sehr einfach. In der Realität muss man nämlich tatsächlich Experimente machen. Das heißt, man muss sich auch vor die Tür hinaus bewegen. Oder irgendjemand was messen. In dem Fall zum Beispiel jetzt diese verschiedenen Aktivitäten, die müssen gemessen werden, die müssen gelabelt werden, aufbereitet werden. Der nächste Bereich, den wir uns überlegt haben, an dem wir ursprünglich auch nicht so weit gedacht haben, ist zum Beispiel das Thema digitale Signalanalyse. Das bedeutet, wenn man mit hochfrequenten Sensordaten arbeitet, dann ist es ein bisschen anders, als wenn man mit konventionellen Daten arbeitet, die meistens immer schon aggregiert sind oder in irgendeiner Weise aufbereitet sind. Was das nämlich bedeutet, ist, man muss sich sehr genau überlegen, zum Beispiel aus Beschleunigungssensoren, wie extrahiere ich die meiste Information aus einer großen Wolke an sehr vielen Daten. Das bedeutet in dem Fall, wenn ich eine Bewegung messen möchte zum Beispiel und erkennen möchte, ob die Person jetzt sich bewegt oder läuft oder sitzt, dann muss man sich sehr genau damit arbeiten. Es gibt sehr viel verschiedene, es gibt unterschiedliche Achsen. Das heißt, das ist eine sehr große Datenmenge und mit diesem muss ich verarbeiten. Dann kann ich Machine Learning machen. Das geht meistens noch relativ einfach, wenn man das zum Beispiel in der Cloud macht. Aber für den Embedded-Bereich kann man nicht die großen Modelle machen. Die Ressourcen auf den Endgeräten sind sehr klein. Das heißt, man muss sich auch sehr stark darauf fokussieren, dass man Modelle verkleinert. Das heißt, quantize auf Englisch, und das ist auch eine neue Herausforderung, mit der wir auch ursprünglich nicht gerechnet haben, dass man sich dann immer überlegen muss, wie viel Platz habe ich denn eigentlich auf dem Machine Learning Modell. Das gleiche gilt auch für den Feature Engineering Teil. Die ganzen Datenaufbereitungsschritte, die ich machen muss und die sich in einem Python-Skript in der Cloud wunderbar machen lassen, müssen am Ende auch auf dem Endgerät stattfinden. Das heißt, man muss sich auch überlegen, welche Schritte mache ich, und ich kann einfach nicht 100 verschiedene Features machen, sondern aufgrund der beschränkten Ressourcen muss ich mir das schon vorhin überlegen. Und der Endteil, die größte Herausforderung ist natürlich auch dann das Zusammenbringen. Das heißt, dass man tatsächlich die Machine Learning Modelle und das Data Processing Teile, das heißt einerseits zum Beispiel Filtern, irgendwelche Windowing zu machen, Features zu berechnen. Das muss alles sehr smart gewählt werden. Dann muss man testen, was ist das meiste, was ich verwenden kann aufgrund begrenzter Ressourcen, und was ist das Mindeste, was ich brauche, um ein gutes Ergebnis zu haben. Und diesen Schritt zu machen, das durften wir lernen. Wir sind drauf gekommen, wie es geht, aber wir sind auch drauf gekommen, dass es gar nicht so einfach ist. Aber sind sehr stolz, es am Ende geschafft zu haben. Und haben unsere erste Anwendung gemacht. Das heißt, es hat funktioniert. Wir hatten das dann geschafft vor 2 Jahren. Wir machen Aktivitäten und sehen in der Cloud genau, was die Person macht, die dieses Device umgeschnallt hat. Wir können uns anschauen, welche Art von Aktivität sie macht, ohne dass wir genau alle Daten übertragen müssen. Das heißt, wir haben nur einzelne Signale, die uns sagen, was macht die Person. Aber wir übertragen keine Rohdaten. Das heißt, die Datenübertragung wird gering gehalten, der Energieverbrauch wird dramatisch reduziert im Vergleich zu einer alternativen Lösung, und wir bekommen eigentlich dann die Information, die wir haben wollen für diesen kleinen Testcase. Und mit diesem Know-how sind wir dann weitergegangen und haben das eben auch mit unseren Kunden diskutiert. Beziehungsweise sind eigentlich unsere Kunden auf uns zugekommen, wenn wir ehrlich sein sollten. Und einer unserer Kunden ist eben die ÖBB Rail Cargo. Das ist bereits ein Kunde von uns, der an die, glaube ich, 15.000 Güterwegen ausgerollt hat. Und bei diesen Güterwegen geht es um IoT-Devices. Auf der nächsten Slide sieht man das bitte. Das sind IoT-Devices. Das kleine Bild, dieses Kästchen, das man rechts sieht, neben dem Bild von dem IoT-Device,
Dieses besteht aus einerseits einem GPS-Tracker und andererseits eben auch einem Beschleunigungssensor. Und die sind auf diesen Güterwegen montiert und haben eine Batterielaufzeit von ein paar Jahren. Und der ursprüngliche Use Case von dem Projekt war, dass man die Geräte trackt, dass man weiß, wo es ist. Aber die ÖBB-Kollegen waren so clever und haben sich im Vorhinein schon überlegt, dass ich gedacht habe, es wäre gut, wenn wir auch Beschleunigungssensoren drauf hätten. Weil das würde uns erlauben, ein bisschen mehr zu verstehen, was eigentlich mit den Güterwegen passiert, die da herumfahren, quer durch Europa. Und dann war die Frage, was ist denn das Hauptproblem von den Güterwegen? Und eines der zentralsten Probleme ist eine Beschädigung der Güterwegen. Das kann passieren zum Beispiel durch unsachgemäße Beladung. Das kann aber auch passieren durch Verschub oder Ähnliches. Und die Idee dahinter ist die, dass aufgrund von eben Stößen, die eben gemessen werden auf den IoT-Devices, man Rückschlüsse finden kann, ob es zu einer Zerstörung oder einer Beschädigung eines Güterwagens kommt. Und das ist exakt das, was wir eben vorher besprochen haben. Also dieses Thema von HML, das bedeutet, wir müssen aus diesen sehr hochfrequenten Daten, die eben diese Stöße messen, versuchen wir ein Muster zu erkennen, wo man am Ende dann erkennen kann, ob es zu einer Beschädigung kommen kann oder nicht. Das heißt, den Prozess, den wir durchgelaufen haben, ist der schon vorher beschrieben worden ist. Wir sammeln die Daten, wir versuchen die Daten auszuwerten. Das machen wir in der Cloud, dafür verwenden wir große Datenressourcen. Und wenn wir ein Modell gefunden haben, dann geht es darum, dieses Modell zu testen, zu evaluieren, zu verkleinern und dann später eben auf dieses IoT-Device zu bringen. Das soll over the air gehen. Das heißt, keiner muss hingehen, man kann einfach ein Firmware-Update machen und am Ende des Tages soll einfach soll dieses Modell im Hintergrund laufen und nur ein Signal schicken, einen Alarm zum Beispiel, wenn es eben zum Beispiel eine Beschädigung gibt, die von größerer Relevanz ist. Das ist das Projekt, mit dem sind wir gerade beschäftigt und es ist super spannend und wir lernen auch wieder weiter dazu, welche Herausforderungen es gibt. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Genau, das ist aber nicht der einzige Use Case, den wir machen. Wir sind auch noch drauf gekommen, das ist jetzt, dass wir so stark im Rail-Bereich sind, ist ein bisschen mehr Zufall, aber meistens ist es bei uns dann so, dass man sich dann einen Use Case hat und dann kommt man in Diskussionen und plötzlich ergeben sich noch weitere Use Cases, die irgendwie da verbandelt sind und wo man dann eigentlich merkt, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, was sich da alles noch ändern kann und welche anderen Probleme man noch lösen kann damit. Und das sind nicht immer die gleichen Kunden, das sind auch Kunden, über die wir nicht im Detail sprechen dürfen, aber es geht zum Beispiel, wo wir das ähnlich gemacht haben, wo wir auch in diesen HML-Bereich kommen, ist bei der Stromversorgung. Es gibt unterschiedliche Hardware und unterschiedliche Geräte, die zur Stromabnehmung im Eisenbahnbereich verwendet werden. Und auf diesen Devices gibt es paradoxerweise eigentlich keine Stromversorgung für unsere kleinen Tracker und für unsere IoT-Devices, weil die Stromversorgung natürlich im hohen Voltage-Bereich ist. Das bedeutet, man kann hier nicht einfach ein kleines Ding anhängen. Das bedeutet, am Ende braucht man ein Batteriegerät, ein IoT-Gerät, das am Ende des Tages dann auch mit Batterie versorgt wird. Und dann stellt sich die Frage, was will jemand wissen, der mit diesen Stromabnehmern arbeitet? Und das sind eine Fülle von Fragestellungen, wie wir auch kennengelernt haben. Unter anderem geht es einerseits um den Zustand des Geräts, andererseits geht es auch um den Zustand der Infrastruktur, mit der das Gerät in Wechselwirkung steht. Es geht um Verschleißteile, es geht um Instandhaltungstätigkeiten und all diese Sachen ist das Ziel, dass man eben hier mehr Informationen reinbekommt. Weil bis jetzt war der Betreiber bzw. der Hersteller dann mehr oder weniger blind. Der hat das verwendet und am Ende war das entweder abgenützt oder nicht oder es war kaputt und man weiß nicht genau warum und wo oder was. Und wenn man diese Geräte smart macht, ist es möglich, dass man eben einerseits einmal beobachtet, wie ist der Zustand des Gerätes. Man kann sich anschauen zum Beispiel, ist die Infrastruktur überall gleich? Es gibt gewisse Normen an der Infrastruktur, die sind auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber man kann zum Beispiel, es gibt zum Beispiel die Grundannahme, dass unterschiedliche Infrastruktursettings vielleicht eine größere Beanspruchung von diesen Geräten und von Verschleißteilen mit sich bringen. Und diese Fragestellung ist bis jetzt eigentlich nicht beantwortbar gewesen, ohne dass man diese Geräte irgendwie vernetzt. Und wenn man sie vernetzen will,
Man muss hier sehr viel Daten sammeln. Es geht eigentlich dann um Vibrationsdaten und sehr hochfrequente Daten aus mehreren Sensoren zum Teil. Und um das überhaupt machen zu können, muss es irgendwie eine Berechnung auf diesem IoT-Device geben. Ein weiterer Use Case, der in der Mitte dargestellt ist, geht um Gewichtssensorik. Hier, das sind wir in der Testphase. Da geht es darum, dass man die Distanz zwischen dem Wagen und der Achse misst. Normalerweise ist der Wagen gefedert. Wenn der voll beladen ist, dann sinkt er ein und die Distanz zwischen Wagen und Achse reduziert sich. Das ist aber kein linearer Prozess, weil normalerweise ist diese Feder, erstens gibt es mehrere Federn, die hintereinander geschaltet sind, andererseits ist es auch so, dass es ein gewisses Einpendeln gibt vom Gewicht. Ja. Also das heißt, wenn der einmal beladen wird, bis dass der seine finale Distanz, seinen finalen Abstand zwischen Achse und Wagen gefunden hat, muss der zuerst einmal bewegt werden, der Wagen, oder geruckelt werden oder sowas ähnliches. Das bedeutet im Ende, dass man mehrere Messungen hat aus diesen Distanzmessungen und daraus lässt sich dann rückschließen, wie schwer das Gewicht ist. Und das ist aber, klingt einfach, ist aber am Ende dann trotzdem wieder relativ komplex, weil nicht jeder Wagen ist gleich, nicht jede Feder ist gleich, nicht jede Beladung ist gleich, nicht jede Anfahrt und Ruckeln ist gleich. Das bedeutet, es gibt hier eigentlich am Ende wieder ein mehrdimensionales Problem, wo es wieder notwendig ist oder sein könnte unter gewissen Bedingungen, dass man hier die Daten mehrfach misst und auf diesem Device die Berechnungen macht mit einem Machine Learning Modell. Und ein anderes Beispiel das haben wir auch in einem Test Case gemacht, da geht es um Flachstellen im Wagen, beziehungsweise auch um Lagerschäden beim Rad. Hier ist es genau das Gleiche. Da geht es um sehr hochfrequente Daten, um Flachstellen zu messen. Flachstellen sind so, man sieht sie auf diesem Foto, das sind flachere Bereiche, die entstehen, wenn zum Beispiel die Bremse sich verkeilt oder wie das heißt, also wo die dann das Rad an den Schienen dahin geschliffen wird, dann kommt es zu leichter Abnutzung. Und wenn das nicht ganz rund läuft, dann gibt es natürlich einen konstanten Druck bzw. Vibration, die eben dann die Achse bzw. das Lager irgendwie beschädigen könnte. Das zu finden ist die Herausforderung. Weil man möchte natürlich das rechtzeitig wechseln, wenn es dieses Problem gibt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Wie man das machen kann, das kann man wiederum machen. Da haben wir mit unserem Partner, beziehungsweise unser Partner hat eine Hardware entwickelt, wo sehr kleine und billige Vibrationssensoren oder Beschleunigungssensoren auf das Rad draufkommen. Diese messen diese Vibration unter Anführungszeichen und aus dieser Vibration soll man Rückschlüsse machen, wo es denn eine Flachstelle gibt und wo nicht. Teilweise können diese zusätzlichen Devices, also diese Abstandsmesser aus Infrarot oder diese Vibrationsmesser am Rad, auch verbunden werden mit diesen IoT-Devices, die wir bereits jetzt ausgerollt haben, wo das Hauptkästchen sozusagen als Gateway fungiert. Das heißt, unterschiedliche Herausforderungen, die technische Lösung ist dann trotzdem immer die gleiche. Daten sammeln, Daten aufbereiten auf dem Device und darauf basierend dann am Ende nur mehr noch die finalen, unter Anführungszeichen, Alarme oder Ergebnisse oder Zustandsbeschreibung zu übermitteln regelmäßig. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob man in einem Tunnel ist oder in einem Land ist, wo die Netzwerkabdeckung schlechter ist, weil dann gibt es halt einen Alarm für eine Flachstelle, der halt vielleicht erst 2 Stunden später übermittelt wird, aber man weiß immer noch, dass es eine Flachstelle gibt. Und man muss auch nicht gleichzeitig für teures Geld sehr viel Vibrationsdaten oder über Roaming übermitteln. Genau, und jetzt die Schritte zur Lösung. Also wie kommt man dazu? Wir sind drauf gekommen, eine der wichtigsten Fragen ist immer, dass man einmal die Ziele definiert. Und das klingt immer leichter, als es tatsächlich ist. Am Ende müssen wir uns mit unseren Kunden, mit dem Auftraggebern immer genau überlegen, was will man denn eigentlich wissen. Und um das zu erfahren, muss man sich dann oft auch mal ein bisschen die Daten anzuschauen und dann kann man erst definieren, was man wissen möchte und was möglich ist. Und eine der zentralen Fragen, die in unserer Welt, wo wir drauf gekommen sind, ist mit unseren Kundenprojekten, was man unbedingt braucht, ist, man braucht auch irgendwelche gelabelten Daten. Gelabelte Daten sind Informationen, wo dann etwas schief läuft. Das bedeutet, wenn ich eine Flachstelle erkennen möchte, dann muss ich einmal wissen an den Daten, wie eine Flachstelle ausschaut. In dem Fall war das dann so, dass zum Beispiel die Kollegen von der ÖBB tatsächlich Flachstellen herangeführt haben, indem sie einfach mit der Flex ein Stück aus dem Rad herausgeschliffen haben, ein kleines Stückchen,
haben somit eine Flachstelle erzeugt auf einem alten Güterwagen, um somit damit zu messen, wie denn eigentlich eine Flachstelle ausschaut. Und das klingt brachial, aber es ist tatsächlich nötig, weil anders wäre es wahrscheinlich nicht möglich, dass man sonst erkennen kann, wie solche Daten ausschaut. Das Gleiche ist auch bei diesen Beschädigungen von den Wagen, wie ich es vorher beschrieben habe. Also wenn ein Güterwagen be- oder entladen wird und es kommt zu einer Beschädigung, ich muss mir ja irgendwann einmal sehen anhand der Daten, wie eine Beschädigung ausschaut. Das heißt, was wir dabei zum Beispiel jetzt besprechen, ist, dass wir tatsächlich einen alten Güterwagen nehmen, in die Werkstatt gehen und den einmal unsachgemäß beladen zum Beispiel, um uns anzusehen, ob es hier tatsächlich, wie das auf den Sensorik-Daten ausschaut, wenn es eine Zerstörung gibt oder eine Beschädigung. Wenn man das einmal definiert hat und so einen groben Plan gemacht hat, dann gehen wir meistens in eine Feasibility Study. In der gehen wir noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, wir bringen das alles an, sondern da geht es einmal, dass man das mehr oder weniger offline berechnet. Da geht es darum, dass man sich einmal überlegt, wie schauen die Daten aus? Ergeben die Daten am Ende ein Machine Learning Modell, das den Ansprüchen der Kunden gerecht wird? Das ist sehr wichtig. Man will ja nicht etwas ausrollen und dann kommt man erst später drauf, dass das alles nicht funktioniert, sondern man sammelt vielleicht Daten mit 2, 3 Datenlockern, um am Ende dann dazu zu kommen, dass man die nötigen Daten hat, die man braucht für den Data Processing und für Machine Learning Modelle und dass man dann relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, das funktioniert, es zahlt sich jetzt aus, dass man in eine Testimplementierung geht und dass man das auch tatsächlich ausrollt. Und das ist der letzte Schritt quasi in so einer Implementierungsphase, dass man eben sagt, jetzt möchte man es auch wirklich testen. Das heißt, man nimmt eine größere Anzahl von Sensoren, versucht auch dann wirklich live zu erkennen, kommt jetzt, passiert jetzt das oder das. Man läuft zum Beispiel, nimmt Sensoren, gibt die auf Wegen drauf, schaut sich das 3 Monate an und schaut sich an, welche Alarme reinkommen, ob es eine Beschädigung gibt und schaut nach, ob die wirklich funktioniert. Und wenn das bestätigt wird, dann ist man meistens dann bereit, dass man sagt, okay, gut, jetzt ist die Lösung absolut fertig und jetzt kann man es groß ausrollen. Das Ziel ist, warum man das so schrittweise macht, ist natürlich auch, um einerseits die Erwartungen jeweils zu erfüllen. Also man am Ende im Vorfeld zu versprechen, was man alles machen kann, ist sehr nett und kann man gut machen. Aber de facto ist es so, dass man bei vielen Dingen noch nicht genau weiß, ob es wirklich funktioniert. Und das sind sehr viele Lernprozesse und meistens sind sowohl Hardware wie auch Daten und Herausforderungen sehr individuell. Das heißt, man muss sich das ein bisschen genauer anschauen und deswegen zahlt es sich einfach aus, dass man schrittweise geht, was wir auch empfehlen, dass wir mit unseren Kunden machen. Gut, abschließend darf ich noch kurz präsentieren, was die 1 Digital, unser Angebot ist in dem Bereich. Man sieht hier in dieser schönen kleinen Blume, was wir alles machen, welche Bereiche wir tätig sind und wir haben es jetzt hier eigentlich schon, also wenn Sie sich die Namen die Bereiche durchlesen, dann werden Sie erkennen, okay, wir sind eigentlich in diesen Bereichen tätig, die wir hier beschrieben haben. Es ist kein Zufall, dass wir uns mit HML beschäftigen. Wir kommen natürlich aus der Telco-Branche, das heißt, was wir anbieten, ist unmittelbar die Connectivity. Wir haben diese IoT-Plattform, mit der wir übertragen. Wir haben diese Machine Learning-Tools bzw. Plattformen. Und wir haben natürlich dann auch darunter noch andere Lösungen, wo wir zum Beispiel dann über Connected Products Dinge anbieten. Digital ist sehr groß und hat sehr große Projekte, beispielsweise im Smart Meter-Bereich. Wir machen auch individuelle Lösungen für den Bereich Asset Tracking oder Fleet Management und haben zum Beispiel auch noch eine Enterprise-Plattform, um das auch abzurunden. Was wir prinzipiell machen, ist, wir sehen uns als End-to-End-Anbieter. Das heißt, wir können Sie begleiten, wenn Sie das wollen, und freuen uns, Sie zu begleiten, wenn Sie eine Idee haben, dass man die mal umsetzt. Was wir natürlich auch machen, ist, dass wir einzelne Elemente dazu anbieten können. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben Ihr eigenes Machine Learning Team, dann freuen wir uns, dass wir mit denen zusammenarbeiten könnten zum Beispiel und unterstützen die dann im Bereich Embedded ML zum Beispiel, dass wir eben das sagen, okay, was sind unsere Erfahrungen, wie kann man das machen, dass das am Ende dann zum Beispiel auf den IoT-Devices funktioniert und freuen uns eben auch über Zusammenarbeit und um neue spannende Projekte. Genau, und abschließend, wer sind wir? Also 1 Digital, wir haben uns noch nicht so groß vorgestellt, glaube ich, zu Beginn. Wir sind eine Tochter oder ein Unternehmen der 1 Telekom Austria Gruppe.
Wir haben drei Büros, das Headquarter ist in Wien, wir haben aber auch in München ein Büro und in Lausanne ein Büro. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Die Kernbereiche, die wir haben, sind Bereich Cloud, IoT, das ist das, was wir jetzt gerade vorgestellt haben, und Security. Diese Bereiche spielen natürlich ineinander und wir bieten das auch kombiniert miteinander an, soweit das gewünscht ist. Und uns gibt es seit, also inklusive der Vorgängerorganisation, seit ungefähr 8 Jahren, sind 200 Mitarbeiter und motiviert, sie bei spannenden Projekten zu begleiten. Genau, und abschließend darf ich noch einen Hinweis geben für das nächste Webinar. Das heißt IoT, was haben Bits mit IoT zu tun? Das ist die große Frage. Meine Kollegen werden es beantworten und freuen sich auf Sie. Gut, ja, bleiben wir in Kontakt. Wenn Sie Fragen haben, meine sehr freundliche und ambitionierte Kollegin, die Annette, freut sich über Kontakte bei Ihnen. Sie hat sehr viel Erfahrung im Bereich Business Development und ist verfügbar für alle möglichen Anfragen. Wenn Sie zum Beispiel mehr inhaltliche Anfragen haben oder konkrete Ideen, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn Sie sich bei mir melden. Per E-Mail, per Telefon, per LinkedIn, was auch immer Sie bevorzugen. Wir freuen uns auf einen Austausch. Gut, dann vielen Dank, Dieter. Schon sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch die Fragen. Wir haben ein paar Fragen bekommen per Chat, die können wir natürlich gerne antworten. Das sind ein paar Fragen, die kann ich vorlesen. Die erste Frage, die kommt, in welchem Stadium bei einem IoT-Projekt sollte man mit Machine Learning starten? Wer kann also, die Frage antworten? In welchem Stadium bei einem IoT-Projekt sollte man mit Machine Learning starten? Ich kann mich da vordrängen. Ich bin derjenige, der Machine Learning macht und ich sage prinzipiell immer so bald wie möglich. Weil, was wir oft sehen, ist, dass man ein IoT-Projekt macht und dann sammelt man Daten und dann sagt man, okay, nachher schauen wir uns dann einmal die Daten irgendwann einmal an und dann lassen wir das unsere Data Scientist analysieren. Das kann gut funktionieren, aber es ist oft dann das Problem, dass man dann am Ende sagt, ich habe die Daten nicht fein granular genug aufgezeichnet oder wir hätten zusätzlich die GPS-Daten verwenden sollen oder wir haben zu wenig Devices, um ein statistisch signifikantes Ergebnis zu erreichen. Das bedeutet, es wäre sehr gut, glaube ich, teilweise, wenn man zumindest zu Beginn sich ein Feedback abholt, was man alles machen kann. Das ist, glaube ich, nicht immer aufwendig. Das kann man in ein, zwei Stunden diskutieren oder man kann es auch schon als größeres Bild sich anzuschauen, dass man sagt, okay, was will ich denn eigentlich erreichen? Weil IoT ist ja nur zum Datensammeln. Das ist aber der Business Case. Der Business Case ist größer und da ist ja IoT meistens nur ein Puzzleteil. Das bedeutet, was will ich am Ende erreichen und wie muss IoT gestaltet werden, um diese Daten zu sammeln und auszuwerten? Und das, glaube ich, ist zu Beginn sehr, sehr wichtig. Okay, super, danke, Dieter. Noch eine zweite Frage. Es wird gefragt, hat die kommende AI-Regulation der EU eurer Meinung nach einen großen Impact auf HML? Mit der Regulierung von der EU und Artificial Intelligence, ob das so einen Impact hat in HML. Vielleicht kann ich da kurz antworten, ihr könnt es gerne ergänzen natürlich. Ich glaube, es wird eine implizite Auswirkung haben. Also wir sehen jetzt vor allem bei den Anwendungen, die uns betreffen, dass die Haupttreiber sind eben die Probleme mit der Energieversorgung, dass einfach am Device nicht genügend Energie da ist, um diese Daten zu übertragen. Oder auch Kostengründe, dass einfach sehr viele Business Cases nicht funktionieren würden, wenn man so riesige Datenmengen übertragen müsste. Aber natürlich, solche Regulierungen erhöhen auch immer die Sensibilität für Datenschutz. Das heißt, und umso weiter sich das Thema auch entwickeln wird und umso einfacher es wird, tatsächlich HML oder Machine Learning Algorithmen lokal laufen zu lassen, umso mehr wird es natürlich auch
Gründe haben im Datenschutz, dass man versucht, das umso stärker zu machen und immer mehr Modelle wirklich auch lokal zu deployen, damit man eben immer weniger Daten übertragen muss. In solchen EU-Regulierungen ist ja auch oft Reproduzierbarkeit und Transparenz von Modellen wichtig. Und da sehe ich eigentlich weniger also die Auswirkung, ob das jetzt am Device läuft oder irgendwo in einem Rechenzentrum. Kann man die Reproduzierbarkeit oder die Transparenz eigentlich ist gleich. Okay. Danke, Steffen. Noch eine Frage kommt. Brauche ich HML auch dann, wenn ich genug Energie habe und dadurch alle Daten senden könnte? Ich glaube, ich kann die Frage vielleicht beantworten. Ja, brauche ich trotzdem noch, wenn es kommt immer auf den Use Case drauf an. Aber wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel, Sie sind ein Maschinenbauer und Sie haben eine Maschine, die Sie nach, keine Ahnung, Südkorea verkaufen, dann steht die in einer Halle und dass sie mit Batterie versorgt wird, auch dieses IoT-Device, ist wahrscheinlich kein Problem. Aber was wir zum Beispiel erkennen bei Kunden ist, die Idee, dass man die Daten dann überträgt, zum Beispiel irgendwie über WLAN, das ist nicht immer so einfach, weil der die Maschine dann zum Beispiel in seiner Halle drinnen hat, ist vielleicht nicht immer so happy und so zufrieden, wenn sie sein WLAN verwenden werden. Im Gegenteil, meistens ist das einfach nicht möglich. Das bedeutet, wenn Sie die Daten haben wollen, dann müssen Sie sich trotzdem darum kümmern, dass die Daten übertragen werden. Da gibt es dann vielleicht kein Energieproblem, aber es gibt immer noch den zweiten Punkt, den auch die Steffi angeführt hat. Es gibt immer noch das Problem, dass die Datenübertragung relativ teuer ist. Das bedeutet, sind Sie sich sicher, dass Sie wirklich alle Daten brauchen oder reicht es nicht einfach, dass Sie nur gewisse Daten nehmen, die Sie schon vorverarbeitet haben. Das heißt, Sie schauen sich einmal genau an, welche Daten Sie haben, machen daraus ein Machine Learning Modell und übertragen dann nur die Daten, die Sie haben wollen. Und dann muss man auch dazu sagen, dass Machine Learning, HML oder nicht HML, das ist keine 0-1-Entscheidung. Ja? Also man kann ja auch immer noch aggregierte Daten übertragen oder teilweise Rohdaten übertragen. Aber das, was wichtig ist, was man heranziehen kann an HML, ist eben das, dass man einen sehr, sehr so weit wie möglich die Daten vorbereitet und vorverarbeitet. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Okay. Danke, Dieter. Noch eine Frage kommt von Markus. Auf der einen Seite wird der zusätzliche Energiebedarf der IoT-Sensoren kritisch diskutiert. Aber die wirklich energieverbrauchenden Berechnungen mittels Machine Learning Modellen direkt am Gerät angepriesen. Wie löst A1 diesen inhärenten Widerspruch auf? Ein Machine Learning Modell hat ja selbst jetzt hat nicht so einen großen Energieverbrauch. Also das sehen wir nicht als das Hauptproblem, weil diese Berechnungen selbst zu machen, ist eigentlich wesentlich weniger energieintensiv als die Datenübertragung. Datenübertragung ist das, was tatsächlich, also Daten aufzeichnen ist relativ ist energieintensiv, aber vor allem die Datenübertragung. Das ist das, was wirklich teuer ist, aus energetischer Perspektive, genauso wie auch aus tatsächlicher Kostenperspektive. Diese Vorverarbeitung selbst ist eigentlich nicht so teuer. Und ein Machine Learning Modell muss ja auch nicht in Millisekunden laufen auf dem Controller oder Microcontroller, sondern das ist etwas, was man ja auch in Batches machen kann. Das heißt, man kann da Daten sammeln, ob das jetzt Sekunden oder Minuten sind, sei dahingestellt, kommt auf den Use Case drauf an, dann lässt man das einmal drüber laufen und das drüber laufen lassen, das kann, also im Fall zum Beispiel eines Decision Trees ist das nur eine If-Then-Programmierung, mehr oder weniger. Ja? Also das ist zwar smart gemacht, aber prinzipiell ist die Programmierung sehr simpel. Das heißt, dieses Modell selbst ist eigentlich ein Code, der drüber läuft und der am Ende ein Ergebnis ausgibt. Und das ist eigentlich nicht datenintensiv an sich. Und deswegen ist es eben genauso interessant und so spannend, dass man eben hier Energie sparen kann durch diese HML-Lösung. Aber ich kann mich bitte gerne noch mit der Frage anrufen oder E-Mail schreiben, um darüber zu sprechen. Okay. Danke, Dieter. Wir können noch ein paar Fragen antworten. Es kommt auch die Frage, wir haben bereits IoT-Devices am Feld. Ist es möglich, darauf Machine Learning-Algorithmen einzuspielen? Wer kann die Frage antworten? Ja, ich kann einmal beginnen.
super relevante Frage, weil es natürlich viele Kunden gibt oder viele Unternehmen, die schon IoT-Lösungen einsetzen. Prinzipiell muss man sagen, das kommt stark auf die eingesetzte Hardware an. Pauschale Antwort ist da jetzt wahrscheinlich relativ schwierig, sofern jetzt diese Hardware schon dafür vorbereitet ist, ja, dass die entsprechend eingesetzten Komponenten, CPU und Co., prinzipiell es zulassen, ein TinyML quasi zu deployen und herunterzuspielen, dann ist das an sich möglich. Natürlich kommt es aber dann eben genau auf die eingesetzte Hardware an. Wenn das jetzt vielleicht nur ein ganz kleiner, ganz simpler, kostengünstiger Tracker ist, dann ist es vielleicht nicht möglich. Wenn es ein Gerät ist, das aber eben entsprechend schon von den Ressourcen her einiges mitbringt, dann ist das in der Regel wahrscheinlich besser möglich. Aber wie gesagt, eine pauschale Antwort ist relativ schwer. Das kann man sich aber gerne dann im Detail gemeinsam ansehen, was vorhanden ist und wie das genutzt werden kann.